Den haben wir ja ganz vergessen, dass es den auch noch gibt. Ich gehe mal wieder. Lala, du mich auch. Jetzt sollte eigentlich wieder Ruhe sein. Ah, und die Ratten respawnen wieder. Schön, schön. Ja, also wie gesagt, ich bin mit meinem Latein bei Vampire's Dawn ziemlich am Ende und ja, wenn sich da leider nichts tut, wird's halt leider Gottes dazu kommen müssen, dass ich das Projekt ganz einstelle, bis mir irgendeiner mal einen guten Tipp gibt, was man dagegen machen könnte, damit das wieder funktioniert. Das ist seltsam. Oh, echt? Ich gehe. Naja, geh du mal. Das war echt so seltsam. Na, wie seltsam ist denn das? So seltsam. Marsch. Du machst ja keinen Alarm mehr. Mensch. Aber dass ich die einfachsten Sachen hier nicht mehr weiß. Schlimm. Echt schlimm. Ich stelle mich an wie der blutigste Anfänger. Ach. Hallo, mein Kleiner. Ah, wie schön, dass Sie hier so keimfrei arbeiten in der Fabrik. Hm. Gute Arbeit. Yay. Meins. Klack, klick. Danke. Oh, was haben wir denn hier alles Schönes drin? Oh, die Schuhe kenne ich doch. Pages Schuhe. Was haben sie bloß mit dir gemacht? Ja, das wüsstest du jetzt gerne. Gute Arbeit. So. Und jetzt, spoilere ich euch schon mal ein bisschen was. Und zwar... Tada. Ja? Ihr könnt euch noch erinnern an die CD, wo er uns mit den Daten vom Beluga geschickt hatte, von wegen Codes eingeben. Hier drauf stehen sie. Ist eigentlich ziemlich eindeutig, wenn man sich auch mal so die ganzen Textpassagen von ihm durch den Kopf gehen lässt, von wegen hates mich nicht so, ich nutze meine Schuhe ab, etc. Alles so Anspielungen auf die Schuhe, dass man da ab und zu mal drauf gucken könnte, wenn man sie mal hat, weil von wegen abnutzen, Code abnutzen, ja... Ihr versteht? Nicht? Oh, dann nicht. Egal. Dann war es eben nur für mich offensichtlich. Ich will hier durch. Ich bräuchte mal wieder ein Robo. Schick mir mal einer ein Robo her. Bei Fuß. Bei Fuß. Na, verfolgt mich. Ja, komm. Ja, wie lahm seid ihr denn? Ja, komm. Ja, ja, ja. Komm, mach du mal einen Schaden. Sag mal, könntest du mich jetzt mal verfolgen? Dann prügel ich dich eben dorthin. Ihr nehmt ja eh nur Schaden, wenn ihr in die Dinger da reingeprügelt werdet. Oder bilde ich mir das nur ein? So. Ja, ja, jetzt hör mit deiner Lightshow auf. Und lass dich da reinprügeln. Ach, die Kamera macht mir aber gerade zu schaffen. So. Mach keine Faxen, mein Kleiner. So, fascht. Und... Abgang. Ja. Grillte mal schön. So, wunderprächtig. Gleich mal wieder ein paar Starkos fressen. Wozu haben wir die Dinger denn? Schon wieder 7 Perlen. Das macht mich doch wieder happy. Ah, wollte schon gerade sagen. Irgendwie hab ich doch ein paar von diesen Superheilern dabei gehabt. Gut. Und ich sollte aufhören, immer von diesen Dingen stehen zu bleiben, wenn sie explodieren. Ich bin nicht Batman. Ich kann keine Wände springen und davor stehen bleiben. So, ach ja. Der Supercomputerraum. Hier kriegen wir dann auch nochmal ein paar Infos zu diesen ganzen Maschinen, die sie hier rumstehen haben. Ist eigentlich ganz lustig. So, erstmal die Überwachungskameradaten. So. Hm?
Hier raus, Sklaventreiber! Ah. Habt ihr ihn für den Versand ausgezogen? Mörder! Folterknechter! Bestätigt! Sprung, Anzug und Schuhe, es ist alles im Spind. Mhm. Gut, gut. Er lebt also noch. Da kann Vivi wieder beruhigt sein. Dö. Meins. Ja. Gucken wir uns das mal an. So. Armeedaten. Also da kann man ein paar lustige Sachen erfahren. So, mal gucken. Ja, laserresistente Panzerung. Pickelhelm. Oh Gott, die Typen sehen so panne aus. So, hier kriegen wir dann auch hier die ganzen Schwachpunkte präsentiert. Also eben Lufttank. Also, das wird dermaßen oft erwähnt. So, Gut, die Barrieren hatten wir schon. Auch hier wieder die Hinweise, elektrische Felder. Ach ja, die haben wir ja auch schon verdroschen. Gut, da habe ich mich doch nicht mehr so getäuscht. Unverwundbar, wenn glühend. Ja. Ach ja, die Dinger werden wir auch noch zu Gesicht bekommen. Freut euch drauf. Weiß gar nicht mehr, wann kommen die denn eigentlich? Zum ersten Mal. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. So, Lasertank. Laserturm. Torpedowerfer? Wo waren denn Torpedowerfer? Ich weiß gar nicht mehr. Torpedowerfer? Egal. Irgendwo werden sie schon sein. Okay, was haben die hier? Transport lebender Organismen. Ach ja, das, was sie Page gesteckt haben. Lasertürme. Ach Gott, ich hasse die Dinger. Also die Dinger machen mit einem Schuss Instant Death. Also den darf man echt nicht über den Weg latschen. Okay, die Standarddinger, die kennen wir ja schon. Ah ja, Überwachungsmodule. Also das Feld da unten darf man nicht passieren, ansonsten sind die Dinger harmlos. Genauso wie die Dinger. Gut. Also im Großen und Ganzen kriegt man hier eine schöne Auflistung von allen Schwachpunkten, wo die Dinger haben. Wenn sie denn welche haben. Krabbi, krab, krab. Moa. Und ich bleib dabei. Höchste Standards. Hygienischer Art. In einer Lebensmittelfabrik. So, komme ich da schon durch? Wir brauchen einen Spezialschlüssel. Ich moser dich an. Dann eben nicht. Ich bin Reporterin. Ich kann das. Was mache ich denn da? Anderer Knopf. Drück das Scheißding. So, und Abgang. Ha! Indiana Jones könnte es nicht besser. Alarm! Alarm! Wie, du hast mich gesehen. Bitte Erlaubnis, Zone zu säubern. Ja, ja, mach du mal sauber hier. Putz die Bude. Finde ich aber schön. Gesäubert. Gut. Meine Güte. Dass der das so Adleraugen hat. Okay, dann warten wir einfach mal ein bisschen. Teilweise ist das wirklich Timingarbeit. Aber sollte machbar sein, so wie jetzt. So, mal nichts riskieren hier. Dreh du wieder deine Runde. Das Blöde ist halt, teilweise hören die auch auf Geräusche. Also wenn ich anfange zu rennen, könnte es sein, dass sie mich dann auch erwischen. Aber Risiken muss man eingehen. Halt die Backen, du Vieh. Meine Güte. So, jetzt weiß ich gerade gar nicht, ist das eine Truhe? Kann man die öffnen, oder... Ist das nur Technik? Nee, kann man nicht öffnen. Schade. So, wie guckt er denn jetzt gerade? Ich kann es gerade nicht sehen. Na? Eindringling! Eindringling! Ups.
Er hat mich gefunden. Ich renn jetzt schnell weg. Ups. Okay, ich muss das anders machen. Ach so, ich bin ja auch doof. Das sind ja gar keine Kisten. Okay, ich mach das jetzt anders. Ich verpasse dem jetzt von hier unten aus mit Disk. Und danach renne ich einfach nach hinten und hau ihm eins auf die Ömme. Ich glaube, das ist sowieso der einzige Weg. Ach Gott. Wie gesagt, ich vergesse momentan die elementarsten Sachen in dem Spiel. Echt schlimm. Jetzt habt ihr aber wenigstens mal auch die Gattung in Action gesehen. Also wenn sie mal so richtig abdrehen. So, beam me up, Scotty. Technologie, man muss es mögen. Da kommt was. So, gehen wir mal in Deckung. Da drüben ist was. Nein, hier ist nichts. Geh weg. Hilf deinem Kumpel. Du hast auch Probleme. Gott sei Dank, blöd. Also hier kommt es mir echt zugute, dass sie so ein eingeschränktes Sichtfeld haben. Gott sei Dank dämlich. Okay, ich stelle mich aber auch gerade nicht besser an. So. Na, jetzt müssen wir ganz kurz gucken. Ja, ein bisschen machen wir noch. Upsala. Das war jetzt nicht so geschickt. Ich glaube, ich erstmal wieder ein paar. Kann nicht schaden. Nur gut, dass ich mich vorher eingedeckt habe. Ach stimmt ja, die kriegt man ja gar nicht so. Ja, ist ja gut. Jetzt machen wir mal keinen Kampf. Wir können jetzt damit rechnen, dass sie mit damit auflauern. Meine Fresse. Das ist mir auch noch nie passiert, dass die Viecher campen. Das müssen wir überlegen. Wahrscheinlich. Ach so, ja, da hat ja seinen Kumpel, der ihn warnt. Ja. So war das. Da war ja was. So, du machst jetzt erstmal den Abgang. Ja, ja, wirf du mal. Ach, könntest du jetzt mal aufhören, dich festzuhalten? Gottes Willen. So, den werden wir auf jeden Fall schon mal los. Jetzt müssen wir noch das andere Elend loswerden. Das sind jetzt nämlich nur noch zwei. So, jetzt müssen wir überlegen, wie ging das nochmal? Ja. Das war jetzt gerade doof. Eigentlich habe ich jetzt gerade vorgehabt, an die Kiste dran zu hängen. Erbitte Erlaubnis, Zone zu säubern. Ja. Ist ja gut, Jungens. Zone gesäubert. So. Gut. So wollte ich das eigentlich. Meine Güte, dass ich immer erst fünfmal ins offene Wasser rennen muss, bis ich das mal schaffe. So, danke. Abgang. Ich bin eine Pillenfabrik. Kiste, Dose, Dingens. Ups. Falsche Taste zur falschen Zeit. Wie so üblich. Klick, klick. So, am besten mal speichern, ja. Kann nicht schaden. Jupp. Ich gehe mal ganz sicher. So. Gut. Doppelt hält besser. Seht ihr hübsch aus. Not. Oh Gott. Potthässlich, die Viecher.